Ruhe nach dem Sturm in Istanbul. Auf dem zum Protestsymbol gewordenen Taksim-Platz ist scheinbar wieder Alltag. Am Wochenende hat die türkische Polizei den wochenlangen Protesten hier und im angrenzenden Gezi-Park vorerst ein gewaltsames Ende bereitet. Aber der friedliche Eindruck trügt. Die Protestbewegung bläst zur nächsten Runde im Machtkampf mit Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan. Die führenden Gewerkschaften haben zum Generalstreik aufgerufen, aus Protest gegen die Polizeigewalt. Die Protestbewegung wirft der islamisch-konservativen Regierung vor, das Volk zu gängeln und die Gesellschaft islamisieren zu wollen. Die Hauptforderung der Leute, die uns unterstützen, ist, die Regierung kann nicht entscheiden, wie wir leben sollen oder unsere Freiheiten beschneiden. Die Regierung darf uns nicht bevormunden, sie muss einlenken. Aber an Nachgeben denkt die Regierung in Ankara nicht. Der Vizeministerpräsident droht den Demonstranten mit dem Einsatz der Armee. Erdogan gibt sich vor mehr als 100.000 Anhängern in Istanbul unversöhnlich. Leute, die mit Molotow-Cocktails auf Polizisten werfen. Leute, die sich mit Stöcken bewaffnen und das Eigentum anderer in Brand setzen. Solche Leute sind heute nicht hier. Aus dem Widerstand gegen umstrittene Bauprojekte in Istanbul ist längst eine landesweite Protestwelle gegen die Bevormundung durch die Regierung geworden. Die vorwiegend jungen und westlich orientierten Protestler bekommen immer mehr Rückhalt aus der Bevölkerung. Mit ihren Wasserwerfern haben die Polizisten in Istanbul auch Familien mit Kindern aus dem Gezi-Park vertrieben.